Jetzt haben sie aber Spaß dran gefunden hier an der Mechanik. Meine Güte. Okay. Das da oben sieht mir wieder sehr nach Kampfplattform aus. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Moment. Da kann ich noch. Mache ich das erstmal. Geboot. Bam. So, komme ich da schon rüber? Sauber. So. Ich muss wahrscheinlich auch wieder rüber, damit ich das eine Ding, was aktiviert wird, wenn ich da hoch, da auf die Plattform gehe, dass ich da hochkomme. Muss ich wahrscheinlich wieder hier hin zurück, sowieso. Ich habe es gerade irgendwie nicht mit grammatikalisch korrekten Sätzen. Verzeiht mir. So, schauen wir mal. Probieren dann. Oder geht es dabei? Ah, ich weiß es doch wieder nicht. Hupala. Ich verstehe nicht so ganz hier Totenkopf. Heißt es, dass da geht's weiter oder da ist der tot oder was heißt es jetzt? Was will mir das sagen? Ich weiß, dieses Symbol gab es auch schon des Öfteren. Ja, ich wusste es. Ich muss da wieder hin. Okay. Oh, ich glaube, das war knapp. Okay. Muss ich da hin? Also ich muss so oder so da hinten zum Strudel jetzt. Reihenfolge gemeistert, würde ich sagen. Ja. Das Spiel scheint auch so ein bisschen so einen Kultcharakter zu haben. Für manche Spieler zumindest, habe ich den Eindruck. Auch für manche Leute. Und es scheint wirklich auch für viele Leute eins der besseren Spiele der letzten Zeit gewesen zu sein. Gerade in, speziell in diesem 3D-Jump-and-Run-Bereich. Dem kann ich beipflichten. Aus Erfahrung. Na komm, Gegner. Ja, war klar. Oh nö! Hallo, ich will die Waffe wechseln. Ups. Was? Oh. Moment, hol dir den. Dankeschön. So. Ja, komm. Oh, bist jetzt aggro? Der wird immer gruseliger. Scheiße. Schluck Kaffee mal kurz. Ich wollte doch nur einen Schluck Kaffee trinken. Ja, ist ja gut. Hallo? Hallo, Alice. Das Spiegelbild gibt bisweilen mehr von der Realität preis als das Gespiegelte. Ja, wenn du meinst. Der hört sich auch sehr gerne selbst sprechen. Hat er was mit mir gemein?
Was ist das hier? Ein großer Fleck. Wow. Okay. Oh, ein Schachrätsel wieder. Starten. 10. Okay, Moment. Ach so. Warte mal. Ja, okay, das war nix. Aber das Pferd geht doch in L-Form eigentlich. Oder nicht? Bin ich jetzt doof? Tja. Ich kann aber auch nicht diagonal gehen. Ich bin ja ein einfacher Bauer. Ein einfaches Bauernhampel. Tja. Das Schöne ist, ich habe ja kein Zeitlimit. So, wenn ich jetzt nach vorne gehe, kann er mich killen. Das heißt, ich muss wieder so. Scheiße. Ey, du bist so ein Penner. Wie soll ich denn das machen? Das ergibt keinen Sinn. Ja, ich käme ans Ziel, aber er ja nicht. Ach du Kacke. Oh, das wird lustig, das wird lustig, das wird lustig. Das wird echt lustig. Jetzt auch nicht einfach nach vorne gehen, weil dann killt er mich. Das ist alles scheiße, ist das doch. So, warte mal. 6 Züge. 1, 2, 3 nach vorne. Scheiße, das war, glaube ich, das war doof. Ja, das war doof. Ich komme ans Ziel, aber er nicht. Moment. So. Scheiße. Moment. Fuck. Also von da kommen, von, also ich muss quasi jetzt links neben dem Turm da auf dem weißen Feld stehen, hinterher zurücksetzen. Ich möchte gerne zurücksetzen. Okay, dann machen wir es halt so. Moment. So. Sauer. Okay. Alles klar. Cool. Ich freue mich immer sehr für mich selbst, wenn ich so Rätsel schaffe, weil ich für sowas eigentlich manchmal echt zu doof denke oder zu kompliziert denke. Das ist halt generell eine Eigenart von mir. Ich denke sehr oft zu kompliziert. Oder komplizierter, als es sein müsste. Ja. Das ist halt leider so. So. Ich bin sofort wieder für euch da. Moment. Dauert nicht lange. Hab gerade gelesen, der Dominik streamt doch für eine Zeit lang. Er versucht es zumindest mal. Dann schaue ich mal. Okay. Erstmal hier durch.
Als wenn man in so einer Arterie rumläuft. Das hat so ein bisschen schon was Alien-mäßiges. Aber wirklich auch von diesem, dass das so pocht und ausbrütet, auch mit diesen Kugeln, hat es echt was von Atlantis. Genau, ja genau, Dave. Atlantis, ich kann es nur wiederholen, von Tomb Raider 1. Genau, da kommt, lauert der Tod und da lauert die schöne Flasche oder so. Oh. Okay. Das sah für mich aber eben... Okay, das sah für mich aber eben fast schon so wie so ein finaler Kampf mit dem Dingens aus, mit dem Scharfsrichter, weil er so übergroß dargestellt war und alles. Und oh, da kann man sich wieder... Okay. Das Spiel ist ja doch sehr großzügig mit goldenen Zähnen auch. Ach du Kacke. Oh, Luigi. Ihr seid doch wahnsinnig. Also, nein! Och nö! Oh, ja gut, dann muss ich hierher. Ich kann es nicht ändern. Ah, oh, ärgerlich. Ja, ich hab's gecheckt. Ist okay. Spiel. Ich hol mir erstmal die Sachen hier, ne, Junge? Du hast ja ein bisschen Zeit mitgebracht, denke ich mal. Hast ja eh schwer zu schleppen. Ja, komm. So hat man aber nicht gewettet. Okay, die ist doch ziemlich stärker. Ziemlich stärker. Okay. Ja, ja, die hatte ich eben schon gesehen, die Schweineschnauze. Achso, das wird natürlich jetzt durch die Schweineschnauze aktiviert. Ich habe das verstanden. Ja, ich hätte gerne den einen Kampf gemacht da hinten in der Dingensbummens. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier hinten... Ich hätte gedacht, das geht weiter nach links her, in das Offene, wo der Zug quasi rumschwitte. Hat es kurz gestockt. Aber dem war nicht so. Cool. Tja. Schade. Habe ich euch wieder irgendwas nicht zeigen können. Was soll man machen? Moment. Was hat denn die Schweißschanze jetzt eigentlich gebracht? Nee, den hat so einen Korb, genau. Was ist das hier? Ich möchte da ungern runter. Ich glaube, das bringt auch nicht viel.
Ich glaube, wenn man da runterfällt, hat man so ziemlich die Arschkarte gezogen. So. Genau. Und schafft sie das? Schafft sie das bis dahin? Nein. Ich muss das von der Plattform, glaube ich, machen.